Stell dir bitte dieses Auto hier vor. Ich habe es, ich glaube, ich habe es Anfang dieses Jahr fertiggestellt. Ich weiß es jetzt nicht. Aber ich habe sehr lange an dieses Kackding hier gesessen. Ich werde es nicht länger, also weiterbauen halt, weil diese ganze Einrichtung hier, die Türen, die sind komplett weg. Ich habe sogar schon so eine Tür hier gebaut. Dann kann man denn, eigentlich wollte ich halt wirklich die richtige Tür einbauen, aber ja, es ist einfach ein Kackauto. Ich wollte eigentlich etwas anderes, völlig anderes bauen, aber egal. Also erstmal hier die Front. Da. Motorhaube, dann ist hier auch so ein Motor. Ich habe sogar Beleuchtung hier am Start. Ja, da ist halt Motor halt. Natürlich da halt Scheiben. Und da kann man sogar schon sehen. Das ist halt eine. Ja. Ja, halt auch im Kofferraum. Ach Gott, da ist ja sogar was drin. Ja, also. Ich habe absolut all meine Kenntnisse von einem Auto, was ich habe, hier reingesteckt. Ich habe hier eine Fährung. Ich habe es dort befestigt. Genau dieser Punkt war das Schwierigste. Dieses Ding war das Schwierigste an diesem Auto. Es hat mir sehr, sehr viele Materialien gekostet. Und ich werde demnächst natürlich auch was Neues aus diesem Auto bauen. Das kann man. Das Problem an diesem Auto war, ja, diese Befestigung. Die Befestigung dieses Autos. Ich kann es jetzt absolut nicht mehr zusammenbauen. Hier ist so eine Brechung, ja. Das kann ich jetzt nicht mehr zusammenbauen. Und ich habe in der letzten Zeit sogar noch was extra gemacht. Und zwar, ich habe noch mal zwei Bilder gemalt. Das hier und auch das hier. Und jetzt arbeite ich an. Ist mein Russischheft. Richtig geil, ne? Ich arbeite gerade an diesem Bild. Ja. Demnächst werde ich auch bei mir von dieser Konsole hier Videos kommen. Und zwar, ich wollte das halt so machen, dass ich den ganzen Speedrun, also dass ich halt das Spiel versuche durchzuspielen. Und ja, danach möchte ich es so machen. So einzelne Sterne, so schnell wie möglich zu holen halt.